Bevor ich dieses Video irgendwie anfange zu drehen und es höchstwahrscheinlich auch das letzte Video auf diesem Kanal sein wird, möchte ich allen Leuten da draußen Danke sagen für den heftigsten Support, den ich bekommen habe. Und ihr habt es richtig gehört, ich werde offiziell mit YouTube aufhören. Es ist vorbei, Georg TV wird es nicht mehr auf YouTube geben. Ich werde diesen Kanal für euch als Erinnerung da haben. Ihr werdet all die Videos sehen, damit ihr euch an mich erinnert, aber ich werde aus dieser Bildschirmfläche und aus diesen ganzen YouTube-Szenen zurücktreten. Jetzt werden sich sicherlich einige fragen, wieso und weshalb und warum auf einmal. Du hast noch gestern und vorgestern gesagt, wir sollen dich abonnieren. Es stimmt, aber ich habe versucht, immer wieder, wenn ich die Videos gedreht habe, immer zu lachen, immer motiviert zu sein und alles, was in mir ist, zu verstecken. Jetzt in letzter Zeit habe ich so viel Druck. Sehr viele Menschen schreiben mir privat, dass sie mich bedrohen mit Anwälten, dass sie ein Gerichtsverfahren gegen mich einleiten möchten, wegen dies und jenes, was ich auf YouTube hochgeladen habe. Und auf das habe ich echt keine Lust mehr. Das Problem ist, dass egal welches Video ich in den letzten Zeiten gedreht habe, immer sehr glücklich vor den Videos war. Ich habe immer vor den Videos so gelacht und Spaß. Jetzt kommt aber die Kirsche auf der Torte. Ich habe gestern ein Video über Montana Black gedreht und versucht, die schlechten Situationen oder Momente, die Montana Black gemacht hat, darzustellen und mit euch darüber zu reden. In dem Video habe ich aber mehrmals gesagt, dass ich Montana Black feiere und ich mich sogar als Fan betitelt habe, was nicht eine Lüge ist, sondern wirklich die Wahrheit ist. Damit habe ich gemeint, dass ich nicht gegen Montana Black bin, aber dieses Format sollte jeden Star da draußen auch somit die positiven sowie auch die negativen Sachen zeigen. Es war nie meine Absicht, irgendwie jemanden in schlechtes Licht zu zeigen oder jemanden zu beleidigen oder sonstiges. Und ich habe nie gegen seine Persönlichkeit oder gegen ihn selbst geredet. Ich habe das nie gemacht. Ich habe mir die allerwichtigsten Sachen rausgeholt. Das bedeutet aber nicht, dass ich gegen Montana Black bin oder irgendwie gegen ihn bin oder so. Hater oder so, wie so oder... Nein, nee, nee. Ich bin ein Zuschauer, der gerne sogar Montana Black verfolgt. Tut mir leid, ich bin kein Hater. Trotz allem habe ich einige Nachrichten von Leuten auf Instagram bekommen, wo jemand geschrieben hat, ich bin enttäuscht von dir, ich habe dich gedisliked und. Wo ich mir denke, okay Bruder, wenn du das meinst, okay, dann ist es halt so. Aber ich werde nicht somit aufhören, das zu machen, was ich will. Und heute, vor circa einer Stunde, bekomme ich eine Nachricht von Montana Black selbst. Und Montana Black schreibt mir eine Nachricht, wo er mich mit seinem Anwalt bedroht und sagt, das wird Konsequenzen haben. Und glaubt mir, ich habe echt Lust darauf. Ich finde ehrlich gesagt, dass so ein Video nicht so schlimm sein kann. Das gibt's doch nicht. Oder was sagt ihr? Ist so ein Video wirklich so schlimm, dass ein Anwalt hineinziehen muss? Wie viele Videos gibt's im Internet, wo jemand über Montana Black schlecht redet? Warum ausgerechnet ich? Im Endeffekt, Freunde, möchte ich in diesem Video nicht allzu lange reden. Ich werde euch ein paar Nachrichten hier einblenden, wie viele Menschen gerade in der letzten Zeit mich anfahren und gegen mich reden. Ihn
und auf das habe ich echt keine Lust. Ich werde jetzt mal mit YouTube aufhören. Wie lange das sein wird, weiß ich nicht. Ob es jetzt für immer sein wird, ob es für ein paar Monate oder Jahre wird, ich weiß es nicht, Freunde. Aber ab und zu brauche ich diese Ruhe und ich muss in mich einkehren, weil das kann nicht so weitergehen. Wo bin ich denn? Jetzt muss ich mit sehr vielen Verfahren und Anwälten irgendwelche Dings da machen, als ob ich da Lust habe. Bitte versteht mich, Freunde. Und ganz zum Schluss hat dann Montana Black mir dann noch eine Nachricht geschickt und ich hoffe, dass die meisten noch dran geblieben sind. In der letzten Nachricht hat er geschrieben: April, April. Alles klar, Digga, bist du deppert. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab so Angst, Digga, dass die meisten vorher schon abgeschalten haben und sich denken, ich höre jetzt wirklich auf. Weil wenn das der Fall ist, Digga, dann bin ich komplett auseinandergenommen. Ich muss beim Bearbeiten des Videos unbedingt reinschreiben. Die müssen unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Die müssen. Und nein, Freunde, ich werde nicht mit YouTube aufhören. Ich wollte unbedingt. Ich habe auf den 1. April so lange gewartet. Ich wollte so unbedingt diesen Streich mit euch machen. Und versteht es mit Humor, Freunde. Ich hoffe, ihr feiert meine Videos und meinen Kanal. Wenn es der Fall ist, dann lasst mir Liebe da. Abonniert diesen Kanal und lasst einen heftigen Daumen nach oben da. Lasst uns gemeinsam dieses Special, dieses Aufhören-Special knacken, Freunde. Lasst uns 70 Likes, Digga. 70 Likes. Easy, Freunde. Easy. Und an alle anderen, die gerade sich veräppelt fühlen, Bruder, das gehört dazu. 1. April, Bruder. April, April, das ist einmal im Jahr. Ab und zu muss man ein bisschen übertreiben und so schieben, Filme. Aber ich kann gut reden, oder? Ich kann gut reden, ja? In diesem Sinne, meine lieben Freunde, wünsche ich euch alles, alles Beste. Und bleibt gesund. Bleibt aktiv. Und dieses Format von gestern wird weiterhin geführt, Freunde. Bleibt einfach nur aktiv und spannend. Und gespannt, und gespannt, und gespannt. Tschüss, schönen Tag noch. Tschüss. Ich höre nicht auf. Ich höre nicht auf. Ich höre nicht auf. Ja? Das ist meine Leidenschaft. Das ist das, was ich liebe. Und solange ich das über alles liebe, werde ich mein Bestes geben. Ich werde Schweiß, Blut und alles, was in mir ist, hineingeben, dass ich für euch da bin und euch das Beste vom Besten liefere. Und irgendwann werden wir es schaffen, eine große Community zu sein, die alles auseinander nimmt, Digga. Und irgendwann One vs. One, ich gegen Montana Black, Digga. So gegen Mario Kart oder so, oder Mario Bros, irgend sowas. Aber wir werden gegeneinander spielen, Digga. Okay, nicht falsch verstehen. Tschüss, schönen Tag noch.